Hey ho und willkommen zurück hier zu Harrys Neue Augen mit der lieben Lilly, die hier vor der Polizei steht. Ja. Ja, was war denn beim letzten Mal? Beim letzten Mal, wir haben Wollknäuel, Chillischote, das haben wir dabei und wir haben zwei Verbote, die wir knacken können. Okay, haben wir noch ein paar vor uns. Gut, 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 gudelut, tut, gut, tut, tut, gudelut, tut. Gut, wir gehen erstmal mehr, weil hier unser Dings ja hier reingeflogen ist. Gehen wir mal zur Polizei. Nö, Lilly. Oh. Hey, den kennen wir doch. Mr. Tutorial. Stift mit dem Soda Valium. Weingummis. Da war die Die Kasse. Karte lag außer Reichweite. Verdammt. Alkoholtest. Sprechen wir erstmal mit dem Gutsten hier. Nachdem wir alles eingesteckt haben. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja. Oh Gegen je, mich. oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa dich selbst, oder? Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Na, siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Okay, also wir müssen erst was trinken. Trinken? Ich habe da hinten ja eine Bar gesehen, okay. Das mit Dr. Marcel lassen wir jetzt mal. Da kommt eh nichts Gescheites raus. So. Friedhof? Zur Bar. Wir gehen mal zur Bar. Dum, dum, dum. Oh, Barmann. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Ich möchte die Leuchtreklame, wenn ich die schon mal nehmen kann. Man kann die wirklich nehmen. Alles klar, sehr schön. Ah, eine Sammeldose. Ja. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Oh, Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Die Weingummis sahen lecker aus. Lecker Lilly nahm das Weingummis. als Indiz dafür, dass sie nicht essen durfte. Ach, Manu. Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Oh. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Ja, das haben wir. Ja. Das ist eine Chili, Lilly. Ich glaube, ich kann es nicht sein lassen. So, sprechen wir mit dem Barmann. Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen, ganz ohne Eltern, allein in der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol. Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen.
Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Okay. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Cocktails Neon Drink. Neon, also Neon Grün, Neon Gelb. Das haben wir schon mal. Und Neon Pink. Die beiden haben wir jetzt wieder. Neon Grün. Zutaten. Unbekannt. Betäubungsgift Sunny Cup. Kugelfisch und Valium. Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Okay, sehr ulkig. So, was ist mit den anderen? Ja, die kriege ich noch nicht. Mal gucken. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Okay, haben wir. Jetzt fehlt uns das Grüne aber noch. Kann man die irgendwie vielleicht... Lilly mochte alles was. Blumen. Lilly, Blumen. Okay, na gut. Dann gehen wir erstmal raus. Da war ja noch ein Friedhof. Gehen wir doch mal auf den Friedhof, ne? Da soll man ja hingehen. Oh. Okay, Miranda das Medium. Grüne Neonfarbe. Schnell mitgehen lassen. Yeah, okay. Das haben wir schon mal. Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Dorf. Sprechen wir mit Miranda das Medium. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranda. Miranda das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranda war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Boah. Ja, okay. Moment, kann man nicht irgendwie Weingummi als Ohrstöpsel benutzen? Hm? Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Okay. Nein, die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Aber das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mix jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Okay, das heißt also, wenn wir da reingucken.
Da. Revierkraut, Chilischoten, Weingummi. Okay. Verstehe. Und Weingummi liegt darum. Alles klar, jetzt machen wir noch das komische Revierkraut. Lilly lauschte, ob sie auch Stimmen im Feuer hörte. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. Oh, okay. Sehr schön. So, wir haben Weingummi. Wir könnten uns diesen Neon-Drink machen. Aber erstmal gehe ich dahin, wo die Fragezeichen sind. Fragezeichen sind, heißen immer was Gutes. Hä? Errungenschaft freigeschaltet, Déjà-vu. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal zurück. Wir nehmen mal diesen Drink jetzt zu uns. Vielleicht können wir ja dann... Vielleicht macht der uns ja... Ach ne, der eigentlich alkoholische ist ja der... Volcano Berserker. Dingsbums. Blablabla. Quietsch, quietsch. Achso, ja. Sprechen. Wenn du etwas bestellen willst. Ja. Ich hätte gern den Neon-Drink. Kommt sofort. Sehr schön. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge. Es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Das, macht sehr interessant. Neon-Drink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Sehr schön. Sehr schön. Ja, okay. Was passiert denn, wenn ich den jetzt trinke? Kann ich den trinken? Neon! Hm, nee. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Gibt's hier am Hinterhof irgendwie komisches Kraut? Kraut, hier liegt eine Menge Kraut, aber hier ist nichts. Lilly hätte den Löwen gerne gefüttert, aber er war nicht zu Hause. Ach so, ne, ich dachte gerade irgendwie an Gitterstäbe wegätzen oder so. Aber wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir nochmal zu ihm rein. Hallo, da bin ich wieder. Wir machen wieder Trinke. So, Lilly. Komm hier, Polizist, der kriegt das. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu viel Papierkram. Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Hm. Verdammt, okay, also das, das hat jetzt nicht. Zum Wegweiser gehe ich später nochmal. Ich will jetzt. Ich beschleunige das mal, indem ich ein bisschen doppelklicke hier. So, die hört uns wahrscheinlich eh nicht mehr zu. Nein. Okay, also da haben wir. Warte mal, ich probiere es trotzdem nochmal. Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh Mann, das hätte ich mir denken können. Okay. Warte mal, was passiert eigentlich? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, ne, das hat die... Du sollst... Ja, okay, das heißt, wir müssen da... Hätte ich mir ja denken können... Hätte ich mir ja denken können. Oh. Das sah aber schon mal gut aus. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Mist.
Mano. So.